Aber wir haben wohl keine Wahl. Also mach dich bereit und fang mich auf. Sollte ich wieder erwarten, doch nicht sterben, wenn ich mich aus diesem Ding hier ausklinke. Okay. Auf drei. Bereit? Ja, komm. Eins. Zwei. Drei. Das ist zu hoch. Ist doch zu hoch, oder? Also... Okay, also auf drei habe ich zu viel Zeit zum Nachdenken. Also diesmal schon bei eins. Bereit? Eins. Fang nicht auf! Au. Ich bin nicht tot. Ich lebe noch. Schließ mich an den Stick an der Wand dort an, ja? Dann zeige ich dir mal was. Wird dich beeindrucken. Was für ein Ding? Da, okay. Ja, ich kann das nicht, wenn du dabei zuguckst. Was machst du denn jetzt? Im Ernst jetzt, ist kein Witz. Kannst du dich kurz umdrehen? Okay, dreh dich wieder um. Bam, Geheimtür. Die hab ich aufgemacht, als du nicht hingeguckt hast. Wo denn? Da. Geht mich hoch und dann raus hier. Hab ich den Affen jetzt halt rumtragen? Keine Schiene, die uns die Richtung vorschreibt. Das ist klasse. Wir können gehen, wohin wir wollen. Ja, also, Wahnsinn. Wo gehen wir hin? Moment, lass mich mal die Lage checken. Ja, am besten wir folgen der Schiene. Idiot. Oh nein. Ja, hallo, wir bleiben nicht stehen. Nicht in die Augen gucken. Nein, alles klar. Danke der Nachfrage. Weiter, weiter. Duck mich einfach mal nicht, dass die jetzt irgendeinen Kack machen. Ja, du bist behindert. So, was geht jetzt hier ab? Mhm. Jo, haben wir dann das Level jetzt geschafft scheinbar. Das war jetzt aber nicht echt die ganze Zeit dieses komische Augenroboter-Moped mit rumschleppen, oder? Ich sollte dir eben mal eine Kleinigkeit erklären. Ja, mach mal. Wenn wir hier raus wollen, müssen wir durch ihre Kammer gehen. Und der ist sie ihre. Bringt uns wahrscheinlich um, wenn, wenn sie lebt. Okay. Alles klar. Ganz ehrlich, ich will das nicht tun. Ich will da nicht reingehen. Nein, nein, nicht reingehen. Oh gut, siehst aus. Kein Grund zur Panik. Los, weiter. Da ist sie. Ja. Sie war wirklich von der ganz üblen Sorte. Völlig durchgeknallt. So. Weißt du, wer sie am Ende zur Strecke gebracht hat? Das glaubst du nicht. Ein Mensch. War ich doch, ich oder? Weiß, im ersten ich Fall. Ich wollte das auch nicht glauben. Der oder? Mensch ist offenbar entkommen und seitdem verschwunden. Mhm. Und dann kam eine Ewigkeit, in der absolut nichts passiert ist. Und jetzt sind wir beide hier auf der Flucht. Tja, das ist so gut wie alles. Nichts anfassen, bitte. La 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 la. Rumtragen. Mach auf. Ah, oder auch nicht. Okay, die Treppen laufen. Spring! Obwohl, das ist doch ganz schön weit, oder? Oh. Okay, weißt du was? Spring einfach. Du hast... Ich werde immer noch festgehalten. Das ist super. Du hast kräftig zugepackt. Uns geht's gut. Ganz hervorragend. Ja. Jetzt war irgendwie merkwürdig, dass man das überlebt, aber who cares? Was geht hier? Also, das ist doch was, oder? Ich sehe nichts. Gibt es hier keine Lampe? L? F? Nee, gibt's nicht. Ah, entschuldige. Am besten nicht nach unten sehen. Ah, schon wieder runtergesehen. Ich mag die Höhe. Alles in Ordnung. Das hier ist der zentrale Kontrollraum. Na dann rein. Such den Schalter, auf dem Fluchtkapsel steht. Okay? Und sonst nichts anfassen. Also, fass ja nichts anderes an. Schau nicht mal was anderes an. Klar, du musst dich umschauen, um das Wort Fluchtkapsel zu finden. Aber wenn du was siehst, auf dem nicht Fluchtkapsel steht, dann schau gleich wieder weg. Und fass ja nichts an. Und schau dir nichts an, außer das Richtige. Du weißt, was ich meine. Siehst du es irgendwo? Ich kann es nirgendwo sehen. Ich auch nicht. Am besten schließt du mich an und ich mach das Licht an. So, mach mal Keule. Es werde Licht. So macht's auch nicht besser. Gott. Ich habe Gott zitiert. Super. Oh, sieh mal, es dreht sich. Seltsam. Ist aber cool, okay, ne? Solange es sich nicht nach oben bewegt. Also, Fluchtkapsel. Es bewegt sich nach oben. Okay, ganz ruhig, alles Paletti. Ich hab's, oh, scheiß Schisser. Jetzt wird's langsamer. Nein, wird noch schneller. Oh, oh. Power-up eingeleitet. Okay, keine Panik. Ganz ruhig. Nicht gut. Wir können sie noch aufhalten. Oder? Es gibt ein Passwort, das kann ich hacken. Kein Problem. Mach mal sehen. Nein, gut. C. Du bist langsam. Hatte ich B schon? Schreib das mal auf. Power up abgeschlossen. Na schön, neuer Plan. Verhalte dich ganz natürlich. Ihr habt nichts getan. Mhm. Hallo? Oh,
Du bist es. Ja. Du kennst sie? Wir haben uns lange nicht gesehen. Wie geht es dir? Super. Ich war ganz schön beschäftigt damit, tot zu sein. Du weißt schon, nachdem du mich ermordet hattest. Du hast was? Oh. Oh nein, 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 nein. Doch, doch, doch. Oh nein, Action. Nein, 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 nein. Ja. Wir haben beide vieles gesagt, das dir noch leidtun wird. Aber ich glaube, wir können unseren Streit hinter uns lassen. Der arme Kleine. Der Wissenschaft zuliebe, du Monster. Mhm. Ist mein kleiner Freund du kaputt oder was? Das Testen wirklich zu lieben. Jawohl. Schließlich war es gar nicht so einfach, mich wieder zu aktivieren. Ich liebe es auch. Aber vorher müssen wir noch etwas erledigen. Ja, dann schauen wir mal. Ich falle. Juhu. Hört das auch nochmal auf? Da wären wir. Die Brennkammer. Vorsicht, stolpere nicht über Teile von mir, die nicht ganz verbrannt sind, als du sie hier reingeworfen hast. Okay. Das Doppelportalgerät sollte hier irgendwo sein. Finde es und wir können beginnen, wie früher. Hätte ich das mal gründlicher gemacht. Mhm. Oh, der Love Cube. Upp. So. Da ist sie. Oh. Warte. Ach, da unten. The cake is a lie. So. Gut, du hast das Portal gerät. Hab ich. Es gibt hier bestimmt einen Weg zurück zum Testbereich. Hui. Nach Testbeginn verlangt das Protokoll, so, die Interaktion mit dir so gering wie möglich zu halten. Mhm. Zum Glück haben wir noch nicht begonnen. Unsere letzte Chance für ein bisschen Smalltalk. Juhu. So, weiter. Lass mich das für dich holen. Weißt du, welche Lektion die wichtigste ist, die ich durch dich gelernt habe? Du bist behindert. Ich habe meine Blackbox-Speicherfunktion entdeckt. Im Falle eines Totalausfalls bleiben die letzten 2 Minuten meines Lebens erhalten. Super. Ich konnte, musste deinen Mord an mir wieder und wieder durchleben, andauernd. Mhm. Weißt du, jeder andere, dem du das angetan hättest, hätte sicher nur noch Rache im Sinn. Zum Glück stehe ich über solchen Dingen. Es ist schön, das alles hinter uns zu lassen und zurück an die Arbeit zu gehen. Wir haben so viel zu tun und nur noch 60 Jahre dafür übrig. In Ach etwa. So. Mir liegen die genauen Statistiken nicht vor. Wo muss ich jetzt eigentlich lang hier? Bin ich hier richtig? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ja, sind wir sogar richtig. Ja, schäm dich. Wichtig ist, dass du zurück bist. Bei ja. mir. Und nun kenne ich auch alle deine kleinen Tricks. Wir können also ungehindert testen. Bis Yippie. An dein Lebensende. Scheint wohl sehr lange zu sein, der neue Teil. Ich könnte mir ein Hobby suchen. Mhm. Tote erwecken vielleicht. Ja, das ist gut. Kannst mich noch weiter quälen hier. Aufmachen und rein und weiter geht's. Yippie, yippie, yay. Laser. Verzeih das Chaos. Ich habe meine Pflichten vernachlässigt, seit du mich getötet hast. Ja. Danke übrigens. Bitte. Sarkasmus-Selbsttest abgeschlossen. Gut, es ist wieder da. Ich bringe hier alles zum Laufen und du machst diesen ersten einfachen Test. Dabei geht es um die Reaktion von Testsubjekten in einem Raum voller tödlicher Laser. Yeah. So, weiter. Pop, 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 tödliche Lasers. Und jetzt? Wo sind denn jetzt die ganzen Kacklaser hier? Ich sehe noch nichts. Ist gerade eher so mitteltödlich. Ja. Was soll mir das Symbol jetzt sagen? Oh, Laser. Ach so.
ist jetzt eher so mittel, würde ich sagen. Also den Laser müssen wir einfach auf das Ding da drauf tütteln und dann läuft das schon hier alles. Und dann können wir uns hier schön hochfahren lassen, ja. So. Da, ja, passt. Nicht schlecht. Tada. Ich vergaß, wie gut du darin bist. Ich hab das voll doch drauf, du Junge. Du solltest dich zügeln. Es gibt noch so viele Tests. Ja, ja, komm, mach weiter. Bam, 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 bam. So. Zum nächsten Test gehören Entmutigungs-Umlenkungswürfel. Was für Dinger? Ich hatte sie gerade vor deiner, Episode fertiggestellt. Erfreuen wir uns beide an ihrer Funktionsweise. Ja, klar. Einer müsste in der Ecke sein. Ecke? Ecke? Da ist eine Ecke. Ach, da ist er. Der folgt mir jetzt scheinbar. Und was kann das Teil jetzt? Schauen wir mal. Ich glaube, wir halten das Ding einfach mal in diesen Laserstrahl rein. Mhm. Krieg da noch mehr von? Ich will da mehr von haben. Ja, da müssen wir es halt irgendwie anders machen. Dann müssen wir es halt mit einem machen. Und jetzt müssen wir... rüberhüpfen. Und... jo. Na, komm. Ja, passt. Ey. Jetzt bin ich fast gestorben. So, jetzt... ah, passt alles. Gut. Guck mal direkt hier weiter, wa? Hopp, 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 hopp. Jetzt brauchen wir hier so einen... den da wahrscheinlich auch. Nee. So. Gut gemacht. Jawohl. Hier ist dein Ergebnis. Du bist ein schrecklicher Mensch. Ja, okay. Das steht hier. Schrecklicher Super. Mensch. Und das testen wir nicht einmal. Ich mag das Vieh. Ich bin ein schrecklicher Mensch. Yippie, yippie. So. Lass dich durch diese schreckliche Geschichte nicht entmutigen. Nö, auf gar keinen Fall. Es sind doch nur Daten. Jupp. Falls dich das freut. Es ist nun wissenschaftlich bewiesen, dass deine Mutter dich auf einer Türschwelle ausgesetzt hat. Hahaha, sehr geil. Lasers? Laser? Noch ein Laser? Ja. Gibt's hier wieder so komische Spiegelwürfel-Dingers? Spiegelwürfel-Dingers? Oder wie läuft das hier? Puh, das ist.